Immer mehr Menschen treffen heute Entscheidungen, die ihren Wertvorstellungen entsprechen. Wir vereinfachen unser Leben, kaufen weniger und versuchen, besser zu leben. Denn wir wissen, dass die Erde zwar all unsere Bedürfnisse, nicht aber unsere Habgier stillt. Wir recyceln, weil wir wissen, dass die Ressourcen unserer Erde begrenzt sind und wir sie mit den nachfolgenden Generationen teilen müssen. Wir setzen uns für faire Arbeitsbedingungen ein und kaufen fair gehandelte Produkte, um, nun ja, um fair zu sein. Wir kaufen Bioprodukte, um Land und Wasser nicht mit Chemikalien zu verschmutzen, um Wildtiere zu schützen, um landwirtschaftliche Arbeiter und ihre Kinder keinen Gefahren auszusetzen und um unsere eigene Gesundheit zu fördern. Wir sparen Wasser und Energie und verlassen uns immer mehr auf die Kräfte der Natur. Uns wird langsam klar, dass bewusste Entscheidungen nicht nur unser eigenes Leben verbessern, sondern das Leben aller. Doch eine bewusste Entscheidung wird dabei oft übersehen. Es ist eine der weitreichendsten persönlichen, praktischen und ethischen Entscheidungen, die man treffen kann. Mit dieser Entscheidung tragen wir dazu bei, uns selbst und alle hungernden Menschen dieser Erde zu ernähren. Die Abholzung der Wälder zu beenden, sodass die weiten Wälder des Nordens wieder aufgeforstet und die schwindenden Regenwälder gerettet werden können. Unsere Landschaften wieder zu beleben und Bauernhöfe in Familienbesitz zu retten. Den Hauptauslöser der Verschmutzung und Verschwendung von Wasser aufzuhalten. Die Ozeane wieder in lebendige Unterwasserwelten zu verwandeln. Aus Krebs- und Herzkrankheiten wieder eine Seltenheit zu machen. Und natürliche Lebensräume ihren ursprünglichen Besitzern zurückzugeben. Diese weitreichende Entscheidung kann jeder treffen. Und zwar täglich. Auch du. Genau jetzt. Und hiermit. Vegan. Für die Menschen, für die Erde, für die Tiere. Wir sind alle miteinander verbunden. Unsere Entscheidungen beeinflussen nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben anderer Menschen. Wenn wir zu viel verbrauchen, nehmen wir es anderen Menschen oder den kommenden Generationen weg. Es ist kaum vorstellbar, dass heutzutage in dieser Welt des Überflusses über 1 Milliarde Menschen hungern. Über 40.000 Kinder sterben an Hunger. An jedem einzelnen Tag. All das passiert nicht, weil nicht genug zu essen für alle da wäre. Es passiert, weil 50% der Weltgetreideernte und 90% der Weltsojaernte dazu verwendet werden, um Kühe, Schweine, Hühner und andere Tiere zu mästen, nur um unser Verlangen nach Fleisch, Milch und Eiern zu stillen. Die Erde versorgt uns mit einer begrenzten Menge an Nahrungsmitteln. Während die menschliche Bevölkerung immer weiter wächst, bleibt das zum Anbau geeignete Land das gleiche. Weil die Zucht von Tieren zur Nahrungsmittelproduktion so viel Land, Wasser und andere Ressourcen verbraucht, könnten lediglich 2 Milliarden Menschen allein von Fleisch und Milch ernährt werden. Bei einer Weltbevölkerung von beinahe 7 Milliarden Menschen wird leicht erkennbar, dass wir eine bessere Möglichkeit finden müssen. Durch die vegane Lebensweise setzen wir uns für eine Welt ein, in der niemand hungern muss. Eine vegane Ernährung benötigt wesentlich kleinere Landflächen und verbraucht wesentlich weniger Ressourcen als eine Ernährung basierend auf tierlichen Produkten. Es ist eine einfache Rechnung. Umso weniger tierliche Produkte wir konsumieren, umso mehr Menschen können ernährt werden. Wenn wir diese Tatsache ignorieren, werden immer mehr Menschen hungern müssen. Eine vegane Lebensweise fördert zudem die Gesundheit aller Menschen. Sogar die amerikanische Ärztegesellschaft Physicians Committee for Responsible Medicine sieht vegane Ernährung als die gesündeste an. Die weltweit häufigsten Krankheiten mit Todesfolge, Herzkrankheiten und Krebs, stehen direkt in Verbindung zum Konsum tierlicher Produkte. Mit dem Umstieg auf eine vegane Ernährung könnten diese Krankheiten zu einer Seltenheit werden und würden sich nicht weiter derart rasend schnell ausbreiten, da der Verzehr von Lebensmitteln tierlichen Ursprungs immer weiter steigt. Millionen von Menschen wollen nicht mehr Krankheiten und Hungersnöte aktiv fördern, sondern zeigen sich verantwortungsbewusst. Sie selbst sind die Veränderung, die sie in der Welt bewirken möchten. Mit ihrer Entscheidung, vegan zu leben, verbessern sie ihr eigenes Leben, nehmen unserem Planeten eine tödliche Last ab und helfen den nachfolgenden Generationen. Wer sich für eine vegane Lebensweise entscheidet, trägt zum Erhalt von Landflächen, Wasser und Energie bei.
Um genau zu sein, verbraucht die Zucht von Tieren so viele Ressourcen, dass der Umstieg zur veganen Ernährung der wichtigste Schritt ist, den jeder Einzelne von uns gehen kann, um den Planeten zu retten. Der Hauptverursacher des Klimawandels ist die Zucht von Tieren zur Nahrungsmittelgewinnung. Während wir angehalten werden, neue Glühbirnen zu kaufen und Hybridautos zu fahren, hat die UN längst herausgefunden, dass die Zucht von Tieren zum menschlichen Verzehr mehr zum Klimawandel beiträgt als alle Flugzeuge, Autos und Lastwagen der Welt zusammen. Um genau zu sein, 40% mehr. Nach neuesten Untersuchungen des World Watch Institutes stammen mindestens 51% aller klimaschädlichen Gase direkt oder indirekt aus der Nutztierhaltung. Riesige Mengen an Wasser fließen in die Ernährung sogenannter Nutztiere. Für die Herstellung von nur einem Kilo Fleisch sind im Durchschnitt 15.000 Liter Wasser nötig. Für einen Liter Kuhmilch braucht man fast 1.000 Liter Wasser. Wenn man sich für eine vegane Ernährung entscheidet, kann man pro Jahr mehr als 5 Millionen Liter Wasser sparen. Theoretisch könnte man also als Veganer seine Dusche 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr laufen lassen und würde immer noch nicht so viel Wasser verschwenden wie jemand, der tierliche Produkte konsumiert. Viele von uns recyceln Papier, weil sie Bäume retten möchten. Der Hauptgrund für die Abholzung von Bäumen sowie für die Zerstörung des Regenwaldes ist jedoch die Rodung zum Anbau von Futtermitteln für Nutztiere. In nur einem Jahr rettet ein Veganer so 4000 Quadratmeter Wald. Doch die Milliarden gezüchteter Tiere konsumieren nicht nur einen Großteil unseres Wassers und unserer Nahrung, sie scheiden auch jede Menge davon wieder aus. Alleine in den USA produzieren Nutztiere 130 Mal mehr Ausscheidungen als die gesamte menschliche Population, nämlich 40.000 Kilo pro Sekunde. Pro Sekunde. Mit so viel Kot könnte man die Skyline der Stadt Denver alle 24 Stunden neu aufbauen. Diese konzentrierten Exkremente verschmutzen unser Wasser, zerstören den Mutterboden und verpesten die Luft. Wir haben schon ganz vergessen, dass unsere Ozeane einmal voller Leben waren. Wale, Delfine und Meeresschildkröten waren überall zu finden. Riesige Fischschwärme durchzogen die Meere. Doch nun sterben unsere Weltmeere. Die industrielle Fischerei hat zu einem solchen Rückgang der Fischbestände geführt, dass viele Arten kurz davor stehen, auszusterben. Riesige Netze werden durch die Tiefen gezogen und reißen alles an sich, was ihnen in die Quere kommt. Schildkröten, Robben, Delfine, Wale und Milliarden von Fischen, die um ihr Überleben kämpfen. Industrielle Fisch- und Schrimpsfarmen schaffen sogenannte Todeszonen. Riesige Mengen an Abwässern aus diesen Massentierzuchten kriechen über den Meeresboden und entziehen ihm jegliches Leben. Es ist noch nicht zu spät. Stellt euch eine Welt mit sauberer Luft, sauberem Wasser, riesigen wieder aufgeforsteten Wäldern und unendlichen Wiesen vor. Ozeane stecken wieder voller Leben und weite Landflächen werden der Natur und den Tieren zurückgegeben, die dort einmal ihr Zuhause hatten. Der Umstieg auf eine vegane Lebensweise ist der Schlüssel dazu, dass unsere Welt vielleicht einmal wieder genauso aussieht. Um hunderte Millionen Menschen mit tierlichen Produkten versorgen zu können, müssen die Fließbänder schnell laufen. Sehr schnell. Jedes Jahr töten wir weltweit über 50 Milliarden sogenannter Nutztiere und hunderte Milliarden Meerestiere. In jeder einzelnen Stunde, jeden Tag, töten wir Millionen verängstigter und hilfloser Tiere. Wie kann es sein, dass zwar die meisten Menschen der Ansicht sind, es sei falsch, hilflose Tiere zu quälen und zu töten, und doch so viele von uns genau das tun, um sie zu essen? Warum sehen so viele Menschen diese Verbindung nicht? Es ist an der Zeit, die Verbindung herzustellen. Wenn du dich für eine vegane Lebensweise entscheidest, setzt du dich damit für die sanftmütigsten aller Lebewesen ein. Für die, die ausschließlich auf unsere Fähigkeit, Mitgefühl zu zeigen, angewiesen sind. Du setzt dich für Millionen von Wildtieren ein, die vertrieben und auf brutale Weise getötet werden, um Platz für Nutztiere und immer mehr Profit zu schaffen. Und du trägst dazu bei, die unberührte Natur, die sie ihr Zuhause nennen, wieder aufzubauen. Die meisten von uns hatten schon einmal Gelegenheit, ein Tier besser kennenzulernen. Dabei findet man schnell heraus, dass alle Tiere ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigenen Angewohnheiten haben.
Man weiß genau, wann sie glücklich sind oder traurig oder wann sie Angst haben. Wir vergessen, dass das für alle Tiere gilt. Die meisten von uns hatten schon einmal Gelegenheit, die bedingungslose Liebe eines Tieres zu erfahren. Dieses starke Band, das Verbindungen zwischen Menschen scheinbar übersteigt. Wir sprechen mit unseren Hunden und Katzen und manchmal stehen sie uns näher als irgendwer sonst. Sie lieben uns und wir lieben sie. Diese Verbindung können wir immer und immer wieder spüren, wenn wir einem Tier unsere Liebe schenken. Egal, ob es unsere Haustiere sind, wilde Tiere oder Tiere, die auf Bauernhöfen oder in der Massentierhaltung leiden. Entscheide dich für die vegane Lebensweise, um deiner Tierliebe Ausdruck zu verleihen. Zeige Mitgefühl für alle Lebewesen und ihre Liebe wird tausendfach zu dir zurückkommen. All unsere Entscheidungen der Vergangenheit haben dazu beigetragen, die Welt zu erschaffen, in der wir heute leben. Und all unsere jetzigen Entscheidungen sind für die Welt von morgen verantwortlich. Es gibt eine Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine Welt, in der wir alle gerne leben würden. Eine Welt, geleitet von der natürlichen Güte der Menschen und ihren Wertvorstellungen, von Gerechtigkeit und Mitgefühl gegenüber anderen Menschen, dem Planeten und den Tieren. Vegan. Du triffst deine Entscheidung jeden Tag. Lebe deine Werte, verändere die Welt. Es ist so einfach.